Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario 3D World. In der letzten Welt, Weltkrone. Die auch aussieht wie eine Krone. Ja, und wir haben dann noch das Toad-Level, das Rätselhaus und ja, die Champions Road. Und dann das Toad-Level. Wage ich mich jetzt mal. Ja. Captain Toads feuriges Finale. Dann haben wir uns auch schön abgewechselt. Mhm. Oh, sieht das nett aus. Und da oben ist ein Stempel. Mhm. Aber der kommt wahrscheinlich eh ganz zum Schluss oder so. Denke ich mir, ja. Weil da kein Stern ist da oben, oder du könntest da runterplumpsen. Egal. Ja. So, schauen wir mal. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal mit hier an und wow, den habe ich fast erstmal direkt abgeschossen. Landest du? Ne, du landest da nicht in der Lava. Mhm. Aber ich kann mir das Ding jetzt. Ach, du konntest dich da auch gar nicht runterfallen lassen, da ist ein Zaun. Mhm. Unverschämtheit. So, lauf, Toad, lauf! Durch! Ja, das war vielleicht minimal knapp, aber das wirkte nur so. Natürlich, aber du musst nicht pusten, oder? Nee. Bisher noch nicht. So, schnell da rein. Ah, da sind aber noch so Puste-Dinger. Lauf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Warum geht die Lava eigentlich immer hoch und runter? Das ist wie mit Ebbe und Flut. Ach so. Es liegt alles am Mond. Wie komme ich da? Ach so. So komme ich darüber. Mhm. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie du weiter musst. Das war knapp. Ja. Ah, da. Du hast dir den Hintern verbrannt. Minimal, ja. Möchte wer gebratene Pilze haben? Nein. Nicht mehr drangekommen. Das ist echt knapp dann vom Timing. Aber gut, ich musste erst einen Moment gucken, wo ich hin muss. Ja. Ich glaube, es ist das letzte Toad-Level. Ich meine, die sind generell jetzt nicht so schwierig, aber es ist immerhin das letzte. Das ist dann doch ein bisschen anspruchsvoller. Also komm, so schlimm ist das Level jetzt nun auch nicht. Naja. Das ist das letzte. Ja. Das war gerade knapp. Das ist aber auch knapp bemessen. Kann er auch eigentlich rennen? Also rennst du schon mit ihm, oder? Verdammt, das ist zu hoch. Kann er rennen? Ja, ich bin mir ja, oder? Tatsache, ich kann rennen. Gut, dass du das dann auch mal gemerkt hast. Hm. Deswegen habe ich es nicht geschafft. Ich bin nicht gerannt. Und ich habe nicht gepustet. Tja. Muss übrigens anmerken, es ist sehr entspannt, einfach mal daneben zu sitzen und zu gucken, wie sich andere Leute den Hintern verbrennen. Hm. Na, wenn dir sowas so viel Spaß macht. Ja, das nicht, aber ich weiß, was gleich auf uns zukommt mit dem Rätselhaus. Also, ich weiß es nicht, aber ich glaube es zu wissen. Deswegen. Ach ja, nee, ich muss noch nicht pusten. Ob man die Pustegeräusche hört in der Aufnahme? Ein bisschen vielleicht. Lauf, Toad. Moment, ich kann da hinten auch raus. Huch. Ich weiß, das war ein bisschen knapp. So, jetzt. Nein, Moment, das war falsch. Ich wäre da jetzt aber auch reflexartig runtergesprungen. Mhm. Yes. Und da wurde ich erwischt. Aber ich konnte Zeit sparen. Immerhin. Ich dachte für einen Moment, das würde auch wieder hochgehen, aber... Diese Piranha-Pflanze ist echt nervig. Mhm, minimal. Jetzt willst du es aber wissen, ne? Ja, natürlich. Jetzt mache ich es knapp. Nein! YOLO! Wird zu schnell. Ja? Nein! Verdammt. Ich bin an der Kante hängen geblieben. Also ich finde das gerade amüsant. Mhm. Diese Pflanze stört zum Glück auch kein bisschen dort. Ich frage mich auch, wie die da wachsen kann, weil da ist keine Erde, nichts, einfach nur Beton. Vielleicht mag sie Beton. Vielleicht ist da auch so eine kleine Ritze oder so, wo sie drin wächst. Du glaubst nicht, wo Pflanzen alles wachsen können. Ja. Vor allem Feuerspeienpflanzen, ne? Mhm. Okay, dahinter war doch nichts, das sah nur so aus. Tu doch sowas nicht.
Aber jetzt hier nicht runterspringen, ne? Und in den Hintern verbrennen. So. Jetzt kannst du gerne runterkommen. Bitte schnell. Komm mal irgendwie nicht dazu, die Kamera zu drehen. So, wo muss ich jetzt lang? Ach, da. Ah, okay. Lass dich nicht nochmal bei der Pflanze erwischen. Habe ich nicht vor. Ah, Stempel. Jetzt kannst du genau auf die Pflanze draufplumpsen. Jo. So. Hat sie davon. Oh, das war schon der letzte. Hm? Na? Ja, damit haben wir Toad abgeschlossen. Ja. Dann haben wir nochmal Captain Toad zum Schluss bekommen. Yay. Na, na. Man könnte echt mal ein eigenes Spiel aus den ganzen Toad-Leveln machen. Ne? Ja. Ich voll für Nintendo. So, dann wollen wir da mal wechseln. Jetzt muss ich ja auch wieder was tun. Ja. Jetzt hast du wieder Steuern. Yay. Okay. Wie viele waren das nochmal? 30? Ich glaube schon. Ich glaube, oder 40 sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also es dürften 30 sein. Okay, Marathon im Rätselhaus. Go, go, go. Wir haben für die Fahne zumindest am Ende schon mal eine Katzenglocke. Ja. Wobei, Moment. Damit die Katzenglocke. Wobei, war die Katzenglocke auch gerade eben am Ende oder war sie an erster Position? Ich hab keine Ahnung. Egal, damit die Katzenglocke zumindest am Ende ist. Die alle stehen. Na dann. Ich denke mal, das fängt schön leicht an und dann. Werde ich erstmal. Werden wir beide getroffen. Wie war das? Fängt schön leicht an? Ja. Wer braucht schon Power-Ups? So ein paar Sachen kommen mir aber bekannt vor davon. Oh. Mit etwas Variation! Wow, sind wir gut. Okay. Das stelle ich mir alleine aber auch gemein vor. Hm. Oh nein. So. Okay. Gut. Wir werden wenigstens Power-Ups bekommen. Ja. Und verloren. Ja, wir müssen in die Richtung, merke ich gerade. Nein! Außer man hat wahrscheinlich eine Katze, dann kann man einfach durchlaufen. Wow. Ich bin klein. Ich treffe die Box nicht. Ach, die ist da hinten. Ich habe sie bis heute nicht getroffen. Sternchen, da bist du. Okay, Gott sei Dank. Schauen wir nochmal in den anderen, was drin ist. Oh, gute Idee. Wir vielleicht haben ja jetzt genug Zeit. Irgendwo ein Power-Up. Hat etwas Glück. Also bei mir nicht. Wenn du den Stern da nicht sofort findest, ist das ziemlich doof. Mhm. Nein! Okay, ich hab meinen Goomba. Ja. Okay. Oh, warum gibt's hier keine... Verdammt. Moment. Ach komm! Oh, verdammt, ich wollte noch runterrutschen. Wie viele Sterne hatten wir jetzt? 7. Wow! Huch! Wurde schon wieder erwischt. Aber ich habe meinen Boomerang noch. Hm? Noch? Ja. Ich mag Boomerang Peach. Ich weiß nicht, ich finde sie voll hübsch. Sieht aus wie eine Fitnesstrainerin. Oder nicht? Ja, nicht ganz so sicher. Was zum... Spring drauf! Gut. Geht auch so. Ja. Ach ja. So. Ja. Gut. Joa. Das war okay. Gut, wir haben noch die Katzenglocke. Immer werde ich von diesen dürren Geistern getroffen. Hm. So, diesmal aber da hinten hin. Ob der Stern jetzt da gleich wieder da hinten ist? Schauen wir mal. Jo. Okay, der ist immer da. Gut zu wissen. Ja. Definitiv.
Jo, das ja. war auch leicht. Stampfattacke ist da echt ganz so, gut. So, machen wir einfach nacheinander immer werfen. Hoppala. Ach komm! Gut. Nicht den da. Nein! Nein! Was tust du? Willst du den hin? Das musstest du jetzt noch spannend machen, oder? Natürlich. Achso. Okay. Ah, nee, kein Loch. Also die Sachen sind jetzt nicht so schwer, aber manchmal wird es einfach nicht so. Manchmal ist einfach der Zeitdruck. Oh nein! Okay, wir dürfen nirgendwo gegenknallen. Du bist dran. Das musst du zugeben, das war elegant. Oh ja! Okay, Katzenlocken. Du rüber? Ja, du holst den Stern. Schaffen? Ja. Ach, hier ist die Box. Aber wir haben zwei Katzenglocken jetzt gerade. Die wir sogar brauchen. Hab ich. Ja, warte. Ja, gut. Ich wollte gerade gucken, aber... Nein! 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 Ich bin tot. Lauf! Ja. Also wenn du mich nicht hättest, wäre ich jetzt tot. Und umgekehrt. Mhm. Ja, ne? Mach du mal. Nein! Vorbei. Bin da nicht hochgekommen. Verdammt. Ja. Ja, und da war es schon für mich. Das nehme ich nicht. Ich wollte gerade einen Moment warten auf dich und dann habe ich gemerkt, verdammt die Zeit. Warten ist da vielleicht nicht die beste Idee. Okay. Hat geklappt. Ja. 16. Oh, der Hase. Was? Was? Hast du ihn nicht gerade? Ja. Ich kann nicht handeln. Das ist ja mies. Ja. Okay. Ich bin einfach losgelaufen, hab einfach gemacht. Moment. Haus kaputt? Perfekt. Oh, ey. So. Meine Güte, ich dachte schon, wir kommen jetzt nicht mehr dran. Mhm. Hä? Irgendwie bist du gerade so ein bisschen daneben geflogen. Nein! Oh. Ja, mit Power-Up ist es dann nur ein bisschen einfacher. Ja. So, 10 noch. Mhm. Moment. Arschbombe drauf. Oder. Ja. Oder so. Das geht auch. Ja. War mir in dem Fall irgendwie lieber. Okay, wir müssen wieder laufen. Ich bin weg. Wow. Gut abgebogen. Gut abgebogen. Alle beide. Huch, diesmal haben wir nicht mehr unsere Items. Nee. Für die Champions Road machen. Nicht für die Champions Road machen. Die ist doch nie im Leben so schlimm wie das hier. Da wäre ich mir nicht so sicher. Nein! Geh weg! Schmeiß den Hund! Mann! Nicht dahin! Ja, toll. Oh, wir sind beide durchgekommen. Mhm. Was ganz Neues. Nein! Nein, ich bin tot. Ich auch. Ich dachte, ich schaff's vielleicht vom unteren an die Wand zu springen, aber es ist genau so ein kleines bisschen nicht gereicht. Ist da schon mal irgendwie mal, dass beide von uns auch gekommen sind? Nein. Wie lange geht denn der Versuch schon? Halbe Stunde. Oh. Ich glaube, das Ding kommt da hinten. Ja. Ich wollte dich doch schützen. Aber nee, du willst ja meinen Schutz nicht. Nicht, aber den Stern nicht kriegen. Ach, der Raum war ja bisher noch nie das Problem. Ja. Das habe ich bei manchen anderen auch gedacht. Danke. Okay, wenn man davor steht, nicht springen. Aha. Weil hier wäre die Feuerblume noch ganz toll gewesen. Hilfe!
Jan? Hab ihn. Aha. Ach ja, jagen. Das ging schnell. Nur so gut gefangen. Wenn doch mal irgendwer den Stern nehmen würde. Ja, nicht mal gerade auswerfen kann ich. Warum? So ja auch kein Wissen. Nein! Danke! Peter! Ich bin tot. Nein! Oh Gott! Aha! Aber gut, dass es noch weitergeht. Oh nein! Moment! Lass mich! Ich versage! Ich versage! Nein! Geh weg! Warum? Ich bin tot. Aber ich dachte, du bist tot. Den Witz wollte ich die ganze Zeit schon bringen, aber irgendwie. Das sollte auch besser drin bleiben. Du fährst so, als wärst du besoffen, so ein Zickzack. Ich bin nicht das ja auch. Um dieses Spiel zu spielen, muss man, glaube ich, besoffen sein, ab einem bestimmten Punkt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Nein! Nein! Schaffst du es? Natürlich. Schade, ich habe es nicht geschafft, dich zu retten. Egal, egal, ich habe den Stern. Boah! Boah! Worth it. Okay. Einfach da hinten gegenschmeißen. Ja. Okay. 6 noch. So. Alles auffressen? Die müssen auch sterben. Das hätte ich jetzt sogar nicht gewusst, dass ich die auch töten muss. Ich weiß nicht, es war für mich einfach von Anfang an so klar, dass die auch sterben müssen. Spiel doch nicht so weit, tot. Ich bin tot. Stern! Oh Gott! Ich warte noch hin, bis du kommst. Okay. Ja, alles gut. Nein, Moment, ich habe eine Idee. Nein! Geh kaputt! Nein! Nein! Oh! Mann! Ich werde heulend in der Ecke liegen nach diesem Part. Und dann werde ich Schokolade fressen. Ganz viel. 3 Kilo. Es ist mir egal, ob ich danach dick und rund bin. Irgendwie kann ich es nicht mehr. Ich bin begeistert, weil Geister und so. Verstehst du? Die Witze werden auch immer schlechter. Was? Oh, Fernseher, nein, du möchtest nicht ausziehen. Doch nicht jetzt! Verdammt! Es hat Zeit gekostet. Fahr! Ins Ziel! Ich fahr doch schon! Meine Güte! Ich bin tot, du kannst reingehen. Dann drück erstmal auf den Fernseher. Ach so. Du weißt, ich kann doch nicht mal Auto fahren. Wie soll ich denn das können? Wir haben es noch mal bis zu den Sternen da ganz unten geschafft. So jedenfalls nicht. Wieso werde ich von den dummen Koopas mal getroffen? Wieso werde ich von den dummen Koopas getötet? Ich wollte schon sagen, wenn wir jetzt hier sterben, ne? Im allerersten Level. Also du bist gestorben, streng genommen. Nein. Nein. Ich habe mir nur eine Auszeit gegönnt. Überlass das dir dann mal, ne? Miau, miau, miau. Miau. Wir sollen jetzt nur noch in Miau kommentieren. Miau. 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 Miau, 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 miau. Ich mag keine Katzen. Miau, miau. Ich mag wirklich keine Katzen. Wuff, 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 wuff. Besser, besser. Wuff, 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 wuff. Sieht aus wie ein Scheißer. Was? Bist du jetzt der Wuffi 666? Okay, wir schaffen das nicht. Nein. Who let the dogs out? Wow, 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 wow. Oh
Oh, es wird immer schlimmer hier. Ja. Wir spielen dieses Level jetzt auch schon. Eine Stunde lang? Nein, noch nicht ganz. Dreiviertel Stunde. So, jetzt aber. Wow. Das war gekonnt. Mhm. Wir wissen, dass wir die letzten drei sind. Okay. 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 Ich bin tot, weil ich nicht schnell genug war. Ich wollte mich noch zur Blase machen, aber... Nimm dir die Katze, zur Sicherheit. Okay. Was? Was? Oh. Oh, okay. Okay. Das letzte jetzt. Oh, das sieht nach so einem Entspannungslevel aus. Und den Stempel. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Es ist nichts mehr. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Oh. Das war jetzt der erste Versuch direkt, oder? Das Lustige ist, wir haben gestern, glaube ich, eine Stunde lang versucht, dieses Rätselhaus zu machen und haben dann aufgegeben. Und das war jetzt heute der allererste Versuch und wir sind sofort durchgekommen bis zum Ende. Ich werde dafür den Lester komplett drin. Oh Gott. Wow. High five da drauf. Au! Das sind eine Menge Sterne jetzt. Dieses Rätselhaus, ne? Einfach mal einen Tag Pause machen und plötzlich klappt es auf Anhieb, ne? Also ich mag ja die Rätselhäuser, ich finde die ganz cool, aber das war... Eine Qual. Ja. Also ich glaube, da hätte ich drauf verzichten können, ehrlich gesagt. Mhm. Wir können ja mal einmal auf die Karte gucken. Hm. Damit fehlt nur noch die Champions Road. Ich hoffe, du willst es mit allen Charakteren machen. Du musst es noch... Du musst mindestens zweimal machen, selbst wenn du es aber zu viert machst. Ja. Wow. Also das war böse. Ja. Wir waren gestern auch ziemlich verzweifelt. Ja. Dann fehlt jetzt nur noch die Champions Road. Go, go, go. Nicht jetzt. Ach ja, das ist das im nächsten Part quasi. Richtig. Okay. Dann war's das für heute mit Super Mario 3D World. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.